Das glaub ich dir. Es war dumm, Train. Der hat sich die Vase geschnappt und ist damit weggefahren, denn das hat geklappt. Doom Train ist einfach übergeschnappt. Dun, dun, dun. Kinder dürfen nur mit Söldnern spielen. Monster spielen ist unfair. Kinder dürfen nur... Ja, genau. Mit Söldnern spielen. Elion? Elion, bist du da? Hey, das ist doch das Haus von... Laguna, hallo? Da liegt ein rotes Ding auf dem Boden. Das kann ich aber nicht benutzen. Unwichtig ist das. Angeblich oder ich mach's falsch. Bong, bong, bing, bang, bing, bong. Bong, bing, bang, dong, ding, dong. Ist auf jeden Fall der Ort, an dem Laguna zum Schluss war. Bevor Kyros ihn da wieder rausgeholt hat. Rain? Genau, das meine ich ja. Nein, das ist sie nicht. Was wollt ihr hier? Macht bitte keinen Lärm in meinem Atelier. Ist ja gut. Katze! Boah, Alter, ich habe Erinnerungsflashbacks. Oder was auch immer das gerade war. Was guckt ihr mich denn so entgeistert an? Naja, hier gibt es tatsächlich einen Geist. Doom Train. Geister sind doch nur Einbildung der Fantasie. Sie existieren doch gar nicht. Oder haben sie schon ein Geist vor ihrem Gesicht gesehen? Nein, dann gibt es die leider nicht. Geister sind nur in der Fantasie. Deswegen gibt es sie auch nie. Wir machen jetzt eine Patrouille. Okay. Alles gut? Wir haben heute ein wirklich schönes Wetter hier. Wie geht es Ihnen? Kennen Sie hier jemand? Das Dorf ist ein wirklich kleines und langweiliges Dorf. Okay. Ich kenne hier niemand. Sie sind so creepy hier reingegangen. Interessieren Sie sich für Blumen? Absolut nicht. Etwas. Sind sie nicht schön? Diese hatten eine Frau namens Rain gegeben. Leider sie von uns gegangen, nachdem sie mit einem Außenseiter zu tun hatte. Aber diese Blumen sind noch hier. Mit Laguna oder was? Niemand wusste so viel über Blumen Bescheid wie Rain. Rain interessiert's, Mann. Da ist was. Eine Scherbe erhalten. Moment mal. Dieses Geräusch von Detektiv Conan da, wenn er so eine Gedankenblitz hat, das ist doch die Vase. Die Oma hat die Vase geklaut. Von dem Mann. Eine Blume blüht immer wieder. Ob das Menschenleben genauso ist?
Was fragen Sie mich? Ich weiß das doch nicht. Das Menschenleben verlischt. Und dann ist man tot. Oder Hundekot. Ich weiß nicht, was damit passiert. Ja, verdächtig hier, verdächtig. Die hat bestimmt noch mehr Dreck am Stecken. Aber hier ist nichts mehr. Ich komme wieder, Oma. Ich weiß, was Sie getan haben. Tschüss. Oh. Oh, hier geht's noch weiter, okay. Den Bildschirm kenne ich noch nicht. Lol. Da oben ist ein Blatt. Oder was ist das da ganz oben, Bildschirm? Da ganz oben beim Bildschirm ist sowas Grünes, was da so runterhängt. Was ist denn das? Was passiert, wenn ich denn im Weg stehe? Ich weiß, was das Grüne da oben sein soll. Das sieht so extrem verdächtig aus. Aber das Schokobo rennt einfach weiter. Bleib doch mal stehen, ich will dir doch nichts Böses. Was, wenn er vorbeirennt? Okay, jetzt muss ich hier was gucken. Den Satz zu fangen, BTE. Okay. Geht aber nicht. LOL. Ich hab ihn weggetreten. Da liegt was. Noch eine Scherbe erhalten. Warum schwebt die Scherbe? Bam. Alter, das arme Vieh. Hä? Gitzerkraut. Phönixfeder. Wie oft kann ich dann das Ding in die Luft kicken? Bam, 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 bam. Das war... Aua! Das hab ich verdient! Ich glaube, man sollte das nicht überstrapazieren. Jetzt kommt's auch nicht mehr wieder. Was sprich ihn an? Twitch spinnt wohl gerade. Okay. Jetzt ist die Frage, was jetzt mit Twitch los ist hier. Ob ihr das alles noch ziemlich synchron seht oder ob alles hier ist viel zu spät. Ich weiß nicht, was hier abgeht. Ich brauche Feedback. Gegebenenfalls ein Grafikproblem nach der Portierung, dass die Scherbe dann in der Luft schwebt. Ja gut, das ist jetzt nicht so schlimm, aber ich würde gerne wissen, was Claire meint mit Twitch-Spin gerade.
muss Sachen mehrfach schreiben, damit das ankommt. Okay. Dun, 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 dun. Warum läuft der alte Mann auf einer Stelle? Am Parkplatz gab es einen Laden. Dort lebten Rain und ein Mädchen namens Ilion. Rain hat zum Erntefest immer Blumenkränze angefertigt. Wirklich schöne Blumenkränze. Ilion ist auch seit jenem Tag verschwunden. Na, wissen wir. Wir wissen, wo sie ist. Euch sehe ich zum ersten Mal. Was führt euch denn hierher? Wir wollen einen Mordfall klären. Naja, eigentlich eine gestohlene Vase. Gibt es Blumen? Sogar Träume verlieren ihre Wurzeln. So klein ist das Dorf. Okay. Ich glaube, wir sammeln hier langsam die Scherben der Vase ein. Ich glaube, die ist einfach nur kaputt. Schwing, schwang, schwing, schwung. Schwing, schwang. Normalerweise kommt tagsüber niemand. Wir haben hier auch nicht sonderlich viel zu tun. Wenn wir hier so rumgammeln, vergeht der Tag einfach so. Dann gammelt mal hier rum. Ich schau mich um in der Zeit. Ist es so weit? Doch weit und breit gibt es hier nichts. Ich finde keine Sachen, die ich brauch. Nicht mal ein Blumenstrauch. Da dann geh ich weg. Das ist doch alles Dreck hier und ich bin auch schon wieder weg. Tschüss. Hey, na? Was sucht ihr hier? Passt auf, was ihr tut. Wir sind Söldner des Dorfes. Und gleichzeitig auch Gartenabsolventen. Naja, ich hau dir einfach mal aufs Maul und dann weißt du Bescheid. Was? Ihr kommt auch aus einem Garten? Das hab ich nicht gesagt. Und ihr seid auch noch Seeds? Dann seid ihr unsere Freunde. Viel Erfolg. Okay, danke. Sein Name ist wirklich gut, wir verdienen gut und bekommen auch noch Wohnungen umsonst. Ich habe mir sagen lassen, dass jemand das Dorf finanziell unterstützt, aber warum eigentlich? Das ist bestimmt Laguna, der jetzt mal arbeitet. Kunde oder Karten? Natürlich Karten. Eine Scherbe kannst du nur finden, wenn Xell und Quistis im Team sind, sagt mir mein Guide. Widerspricht da Claire? Ich bin Kunde. Kein Plan. Dun dun dun. Bom bim bim bam. Bim bing. Oha. Hey, ein Kunde. Geh mal kurz hin. Was wollt ihr? Übernachten? Nö. Sorry, wir verkaufen nichts mehr. Tschüss. Dann eben nicht. Dann geh ich hoch. Lächerlich. Sag
haben wir die beiden dabei. Vielleicht gibt es jetzt irgendwas, was ihr triggert. Aber nein, es sieht leider nicht so aus. Da kommen wir auch nicht raus. Aus der Situation. Das wusstet ihr vielleicht schon, aber da ich es blind spiel, wusste ich's nicht. Ja, ich widerspreche. Oh, jetzt schreibe ich auch schon doppelt. Was ist denn hier los, Mann? Was geht hier ab? Twitch spinnt. Aber es ist doch geschwind. Kann es denn nur sein, Mann? Was geht hier ab? Was ist los? Der Parkplatz und so. Weiß doch Bescheid, habe ich doch schon mal erzählt. Ja, ist gut. Ich versuche nur das Nötige zu finden. Aber ich finde es nicht. Naja, dann weiter. Hier ging's noch mal lang und so. Hey, ihr da! Passt auf, wo ihr steht. Das ist gefährlich. Seht zu, dass ihr da nicht abrutscht. Hey, ihr da! Ist gefährlich, Mann. Oh, sorry. Reflect. Als Tipp, der Landzweigschirm gibt es in Häusern, in denen du schon warst. Dann Spoiler. Mir doch das ganze Spiel. Nein, alles gut. Hey, ihr da, Mann. Ist ja schon gut. Ich geh dann einfach mal weg. Wo spoiler ich denn? Das war ein Scherz. Er läuft ja nicht mehr lang. Verstehe ich nicht. Doch, dann läuft er wieder. Nein. Dich krieg ich. Er läuft direkt weg. Er sieht mich und dreht direkt um. Ich glaube, der kommt nicht mehr wieder, oder? geil. Spoiler, am Ende musst du einen Boss besiegen. Ja toll, das wollte ich selbst herausfinden. Was guckt sie denn da immer? Warum guckt die alte Frau so komisch? Das ist alles ziemlich merkwürdig. Die ist doch gruselig und steht da an der Tür, das mag ich nicht so sonderlich. So, ich gucke jetzt nochmal hier. Ja, wir haben noch nicht alles durchforstet. Ich sehe mir alles detailliert an. Das kann doch nicht sein. Ich gehe einfach mal raus und dann wieder rein. Spoiler, Sasa ist in Wirklichkeit ein Lehrer. Ich wusste es.
tatsächlich ein Geist, ja, ja. Ich glaube nicht an Geister. Ghostbusters. Für meine Inspiration ist er mir sehr nützlich. Wenn ich hier meditiere, hinterlasse ab und zu Düfte. Zum Beispiel der Duft einer Weißblume im Erdgeschoss. Ob ihr ihn spüren könnt? Das weiß ich nicht. Ich kann es ja mal ausprobieren. La 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 la. Ab ins Erdgeschoss. Die Blume da. Nebelblumen auf dem Tisch, aber wenn es Blumen sein sollen. Aber hier ist nix. Kann ich hinter den Tresen? Nein, das geht nicht. Dann hab ich das Haus hier komplett durchgeforstet. Ja, nix. Kommen hier rein. Da kann man nicht rein, das ist ärgerlich. Ich suche Scherben. Da ist kein Foto drin, das jemand mitgenommen hat. Keine Ahnung. Da ist kein Foto, weil du da drauf bist. Nö. Ist auch nix. So, hier am Fenster ist nichts. Schwachpunkt, also ich wollte eigentlich an den Schrank. Schwachpunkt, nee, ich will hier an den Eimer. Jetzt geht einfach raus, was ich nicht wollte. Nee, speichern wir hier auch nicht. Emsig und emsig. Hier gibt es keine Scherbe. Ich smashe schon den X-Knopf, aber das bringt irgendwie nix. Es funktioniert das X nicht. Dann habt ihr noch, das Haus von dem Dude hier. Das relativ groß ist. Ich suche ein Bein. Wo ist mein Bein? Ich habe dich vorhin schon angesprochen, hast du nichts gesagt. Christus, lass das. Oh, hast du es gemerkt? Mach keinen Kack, okay? Er ist ein Schokobo. Schokobo Kids.
liegt was. Eine Scherbe halten. Okay, komisch. Ich habe die Ritterrüstung vorhin angesprochen. Hat er nichts gemacht. Vielleicht ist das, was Windflare meinte mit dem, das geht nur mit Quistis und Xell oder... Oder es ging erst später, dass man es erst später triggern konnte. Aber gleich am Anfang, als ich hereingegangen bin, habe ich definitiv die Ritterrüstung angeklickt. Habe ich mich daneben gestellt und gesagt, hallo Ritter oder hallo Rüstung und hallo Bein und nichts ist passiert. Das ist ja gleich das erste gewesen, was ich angeklickt habe. Seltsam, seltsam. Aber meinem Guide steht nicht mit Xell und Quistis. Ich weiß es halt nicht. Kann auch sein, dass das mit jedem anderen geklappt hätte, aber als ich das erste Mal hier drin war, hat es nicht funktioniert. Das heißt, irgendwas, wahrscheinlich hätte ich das Chocobo, was ich da auf der Rennstraße da die ganze Zeit angerempelt habe, vielleicht hätte ich das zuerst machen müssen. Bei Random House sollte eine Scherbe eigentlich noch sein. Ich habe aber mitbekommen, dass du da alles abgesucht hast, aber das steht bei mir so. Gucken wir gleich nochmal sonst. Ja, es kann sein, dass man das Chocobo auf dieser einen Straße erstmal triggern muss und dann hier hin muss. Dass es dann wirklich völlig Banane ist, mit wem man hier dann drin ist. Nur beim ersten Mal... Diese Scherben sind Teil von meiner Vase, mein Gott! Lässt sich nicht ändern. Ich werde es wieder zusammenkleben. Sag mir Bescheid, wenn ihr mehr findet. Sag mir Bescheid, wenn ihr mehr gefunden habt. Der Mann ist verwirrt wegen Gespenster. Du musst irgendeine vom Tisch... Die letzte ist in Rens Haus, ja. Du musst irgendeine, ob es da ist. Das ist eine von den Tischen im Erdgeschoss. Nein, hab ich doch gemacht. Wie viele Tische soll ich denn hier noch anklicken? Und da geht's raus. Wenn nur was bei mir steht. Sei doch nicht böse. Ich bin nicht böse. Ich bin verzweifelt. Das ist seltsam. Warum geht das nicht? Rain? Lol, Alter. Was? Warum jetzt plötzlich? Das ergibt gar keinen Sinn. Ich habe hier 5-mal gegengeklickt. Und dann erst... Egal, lassen wir das. Das war nur die Katze. Da ist jetzt bestimmt eine Scherbe fallen, ne? Sie hat was im Mund. Aua. Warum hatte sie das im Mund? Also hier, ne? Ich stand hier davor und hab 5-mal X gedrückt und dann hat's funktioniert. Das ergibt keinen Sinn. Egal, lassen wir das einfach so. Lassen wir das im Raum. Einfach stehen. Oh, sie hat das Ding wieder aufgestellt. Endlich ist sie wieder ganz. Wie ist das eigentlich passiert? Ich hörte ein Geräusch und schwupp lag diese Ritterrüstung auf dem Boden. Leidet diese Rüstung an Mondsucht? Das mag sein. Das können wir nicht beurteilen. Jetzt habe ich alle Scherben. Hier, ihr wart wirklich hilfreich. Nehmt das bitte mit. Ich hoffe, dass es euch etwas bringt. Holy Stein. Holy Einstein. Es war doch kein Gespenst. Auf den Scherben klebten Chocobo-Federn. Das ist ein Holy Stein. Ich habe ihn besorgt, um die Geister zu verscheuchen.
okay. Aber was ist mit der Oma jetzt? Die war verdächtig. Na gut, dann gehe ich jetzt hier raus. So, ich speichere an dieser Stelle und würde auch jetzt erstmal wie gestern eine Pause machen. Auch wieder dann bis 21.30 Uhr. Dann fliegen wir die paar Meter rüber nach Timber. Danach. Ich werde jetzt erstmal was essen. Am Strand östlich davon kommt das nächste UFO. Ja, das machen wir dann gleich, wenn ich wieder da bin. Oder wenn es hier weitergeht. Erstmal Pause. Ich muss was essen. Ich hab Hunger. So, deswegen. Ja, nehmen wir einfach den Pause-Dingens von gestern. Ja, passt genau. Bis 21.30 Uhr wird es jetzt erstmal ein kleines Päuschen geben. Und dann geht es hier heiter weiter und so, ne? So. Stream. Oh cool, ich habe hier eine Textdatei, dann kann ich mir das gleich direkt aufschreiben. So, dann würde ich sagen, wir hören uns dann gleich wieder. 21.30 Uhr geht es hier weiter, also 40 Minuten Pause. Aber für die Leute, die das sich hier später angucken, als Highlight-Video, als Sammlungsvideo, da ist die Pause rausgeschnitten. Wie immer halt, ne, und auf YouTube sowieso. Also dann bis gleich und so. So, da bin ich wieder. Musik hier wieder an. So, okay. Windflash schrieb auch hier noch, weil er sich jetzt Bett fertig macht, hier noch die Infos zum UFO am Strand östlich von Timber soll ich herumlaufen. Dann auf einer kleinen Insel östlich von Travia Garden rumlaufen. Dann auf dem Gebirgszug. Keine Ahnung, wo das sein soll. Weiter südlich herumlaufen. Und Befehl Item koppeln und am Krater vom Ballamp Garden herumlaufen. Und dann, was soll ich dann machen? Wahrscheinlich die Elixiere verwenden, aber sehen wir dann. Wow, FF14 2.0 Outdoor-Musik, die echt schöne Erinnerung weckt. Ja, siehst du mal. Alles da. So. So, am Strand östlich von Timber rumlaufen. Timber war hier. Das ist der Strand, denke ich mal. Kann ich überhaupt nicht aussteigen? Jetzt. Ja, okay. WB Thomas, was gab es denn Leckeres? Ich habe mir eine Pizza gemacht. Habe nur lecker Pizza gegessen. Jetzt bin ich voll. Nein, nicht schon wieder. Wieso klaut er diesen Stone Edge Kopf? Nein! Das Ding klaut echt alles, kann das sein? Ich koppel mal zur Sicherheit schon mal Item. Thank you.
So, jetzt auf der kleinen Insel östlich von Trabiagarden. Okay, wo war Trabia? Muss ich leider wieder nachschauen. Das war Schumidorf. Da ist Trabiagarden. Osterinselköpfe sind auch irgendwie sehr beliebt in East Eggs, oder? Ja. Scheint so. So, muss wieder hochscrollen. Kleine Insel östlich hiervon, okay. Ich habe mir heute Mandel-Schokoladenpudding gemacht. Der steht jetzt im Kühlschrank und gibt's nachher mit Vanillesoße. Boah, geil. Alter Claire, ich komm gleich vorbei. Ich muss den Stream beenden, ich muss fix zu Claire fahren. So, auf einer kleinen Insel östlich von Trabiagarden. Trabiagarden ist hier. Osten ist hier. Wahrscheinlich die kleine Insel da vorne, ne? Die hier. Hier zu landen ist auch Cancer. Wenn die gemeint ist, ne? Das sieht aber auf jeden Fall aus wie so eine kleine Insel. Oder das Ding ist gemeint. Oder das Ding. Wenn so viele kleine Inseln. Wir probieren einfach mal alle durch. Okay. Haben wir das auch? Na, was klaust du diesmal? Kornkreise? Dein Ernst? Du klaust... Du hast das nicht ganz verstanden. Mit den Kornkreiszeichen. Du hast das irgendwie nicht so ganz verstanden. So, dann. Auf dem Gebirgszug etwas weiter südlich herumlaufen. Gebirgszug. Was ist der Gebirgszug? Da hat leider Windflare keine Angabe gemacht, in welcher Nähe. Davor waren immer die Angaben Nähe Trabiagarden östlich, Nähe den und dem Garten südlich und so. Und jetzt Gebirgszug und dann südlich herumlaufen. Hä, ja wo? Wo ist denn der Gebirgszug? Hier, das ist ein Zug, ja? Chu-chu. Hier, hellbrauner Untergrund. Das ist ein Krater. Weiter östlich, okay, weiter östlich. Dann drehen wir uns mal ein bisschen. So. Jetzt haben wir hier ganz viel Wald.
So, hier oder was? Das ist der einzige Zug, den ich kenne. Okay, flieg nochmal zu der Insel, bitte. Ist schon lange drüber weg. Ja, deine Beschreibungen sind auch ein bisschen seltsam. So, Trabia war hier, dann sollten wir zu einer Insel, das war da vorne. So, das hier war die Insel. Und hier gibt's keinen Zug. Ich dachte, du redest von der Zug mit Gleisen und so. Egal, wo ich jetzt hier die Sicht drehe und so, von hier aus. Gibt's nur so eine Wald-Dinger. Ja, hier. Das ist doch kein Zug. Man muss nur noch üben, was Züge sind. Ein Gebirgszug ist das, klar, das Gebirge zieht da lang. Du kannst doch nicht das Wort Gebirgszug sagen, wenn in diesem Spiel mehrere Züge existieren. Züge, die von Trabia nach Ballam fahren, unter Tunneln durch, Züge, die übers komplette Meer fahren. Wenn es das hier gibt auf der Overworld, dann ist das ein bisschen schwierig und wie du merkst, zeugt das nur von Missverständnissen. Hier irgendwo auf den hohen Ebenen. Ja gut, dann werden wir jetzt ein bisschen weit, denke ich mal, rumrennen müssen und warten. Sieht auch verdächtig aus. Gehen wir da rüber. Thank you.
Wir suchen mal die nördlichen Hochebenen, okay. Okay. Und jetzt? Was soll ich jetzt machen? Bekämpfen. Sicher? Nicht, dass ich irgendwelche Items nutzen soll. Na, abgespeichert habe ich jetzt nicht. Wenn ich jetzt irgendwas falsch mache, ist RIP. Okay. Na, UFO? Items dann im Ballern, okay. Hagis Talisman. Bringt Reflekt bei. Dann kannst du auch speichern. Ja, ich speichere jetzt mal. Ich will Elixiere. Okay. Mehr Elixiere. Ganz schön gierig. Ja, noch mehr Elixiere. Alter, wie undankbar. Sag nicht mal danke. Elixiere. Rast du doch nicht gleich aus, Mann. Ich bin doch schon dabei. Mehr Elixiere. Okay, ich hab nur noch eins. Ich will Elixiere. Das hab ich verstanden. Danke. Kein Ding. UFO. Koyo Koyo Karte. Thank you.
Haben wir noch was vergessen? Oder war das Kit optionalen Stuff? Der See? Kein Plan, ob wir das machen müssen wollen. Ich weiß nicht, wovon ihr redet. Das finde ich sehr anstrengend und ist auch nicht wirklich unterhaltsam. Ich weiß nicht, um was es da geht. Es gibt ein Seerätsel, das ist aber nervig und anstrengend. Ich weiß aber auch die Belohnung gerade nicht. Das ist so eins, wo du dich über das Design beschweren würdest. Wenn es halt nicht nachvollziehbar gemacht wurde, dann wahrscheinlich. Wenn es halt wieder Sachen sind, die aus der Luft gegriffen sind, die einfach nur weit hergeholt sind, so von wegen. Du hast hier 4 Schalter, welchen betätigst du? Den 4. Falsch, den 6. hättest du betätigen müssen. Hä, warum den 6? Es gibt doch nur 4. Ja, da waren noch 2 weitere Antwortmöglichkeiten. Dann, das finde ich dann dämlich. Weil das dann kein Rätsel ist, sondern einfach nur Mobbing. Dann müsst ihr jetzt sonst sagen, was wir als nächstes machen. Mir ist es egal, du musst das nicht machen, wenn du nicht magst. Ich kenn's nicht, ich kann's nicht beurteilen. Ich muss mich da auf eure Einschätzung verlassen. Wenn ihr sagt, das ist nicht so gut designt und relativ nervig, dann würde ich's lassen. Notfalls kannst du das auch offscreen machen oder dir das nach dem LP mal anschauen. Ja, richtig. Vorschlag, macht ihr ein extra Save, wir spielen die Story weiter und passieren dann einen Point of No Return. Sämtliche Städte sind nicht mehr betretbar dann. Auf CD4 geht das, glaube ich, auch noch, weil es Outdoor ist. Ich kann auch jetzt speichern. Ich kann auch jetzt einfach das hier abspeichern auf dem 4. oder 3. Speicherslot. Hier mache ich einen 3. Zack. Und dann wissen wir, das ist dann unser Speicherslot für der 3. Bei dem wir dann, den wir dann nicht überschreiben werden. So. Dann können wir den jederzeit wieder laden. Und uns das halt dann angucken.
Jetzt so die Frage, wo geht's denn weiter? Müssen wir jetzt... zu diesem komischen Pandora-Ding, oder... zu Ideas Haus, okay. Also der Safe ist generell eine gute Idee hier, falls du nochmal die Open World genießen willst. Da haben wir jetzt ja, ne, den Safe gesetzt zu. Oha. Oh. Sorry. Was ist? Hier ist wohl einer zu viel. Ja, hau ab, Angel. Das sieht dir gar nicht ähnlich. Was ist mit dem Mädchen aus der Bücherei, Xell? Was? Wovon redest du? Der ganze Garten weiß es. Selbst ich hab's gemerkt. Hey, wir reden jetzt nicht über mich. Okay. Tschüss. Was passiert mit mir? Sei unbesorgt. Es gab auch gute Hexen. Idea war auch eine gute Hexe. Du wirst bestimmt auch eine. Aber Idea... ich weiß nicht, was passiert, wenn Artemisia an mich dringt. Im Weltall habe ich Adele wiedererweckt. Was werde ich als nächstes anstellen? Was wird dann... muss ich dann gegen die ganze Welt kämpfen? Ich habe Angst. Rinoa. Auch wenn die ganze Welt gegen uns ist, bin ich immer noch dein Hexenritter. Sel, hör auf damit. Sorry. Na, sorry, ich ruiniere gerade ein bisschen die Stimmung. Wenn Artemisia mich beherrschen sollte, kommen die Seeds, um mich zu töten. Mit dir als Anführer. Und dann wirst du mein Herz mit deinem Schwert. Aber wenigstens werde ich von dir getötet. Squall, wenn es soweit ist... nein. Das werde ich nicht tun. Ich kämpfe nicht gegen dich. Unser Feind ist Artemisia, die Hexe aus der Zukunft. Artemisia wird kommen. Ich werde dann von ihr beherrscht. Was willst du tun? Wie willst du mich retten? Mir wird schon was einfallen. Es gibt bestimmt einen Ausweg. Glaubst du? Ja. Ich werde einen finden. Vertrau mir. Ich vertraue dir. Bis du einen Weg findest, sollte ich vielleicht doch in dieser Kapsel bleiben. Das ist zwecklos. Ich werde dich dann wiederholen. Du bleibst in meiner Nähe. Oh. Genau, das war's. Was war? Damit hat alles angefangen. Wovon sprichst du? Hast du's vergessen? Hab ich das gesagt? Ist schon gut. Daran sind die GF schuld. Deswegen hab ich's vergessen.
Faule Ausrede. Geht's dir wieder besser? Ja. Squall. Ich hatte einen schlimmen Albtraum. Darin wollten wir uns zusammen die Sternschnuppen ansehen. Ich habe mich schön gemacht. Aber ich wusste nicht mehr, wo wir uns treffen wollten. Ich wusste nicht, wohin. Aber ich lief, um dich zu suchen. Berge, Wüsten, Felder, Timber, Ballamp, Kalbadia. Ich war überall. Ich konnte nicht mehr laufen. Aber ich wollte dich sehen. Ich rief, Squall, wo bist du? Dann bin ich aufgewacht. Ich hab geweint. Ich weiß nicht, warum ich dir das erzähle. Aber wenn ich es dir erzähle, muss ich nicht mehr daran denken. Der Grund, warum wir uns nicht treffen konnten, ist, weil wir uns nicht abgesprochen haben. Kann sein. Wir treffen uns hier. Ich werde hier sein. Tja. Und dann? Ich werde hier warten. Auf wen? Ich werde hier auf dich warten. Okay. Ich werde hierher kommen. Dann klappt es bestimmt. Versprochen. Ups. Ich störe ja ungern, aber... Wir haben eine Nachricht aus Esther erhalten. Sie wollen die Seeds anheuern. Sie wollen wohl Rinoa wiederhaben. Der Gouverneur am Apparat hieß Kyros. Kyros. Ist doch unser Kyros. Oder er, das war Kyros, oder unser Kyros. Gouverneur Kyros? Sie wollen uns anheuern? Gehen wir hin. Gib mal Rinoa wieder Draw, bitte. Wirst du bald brauchen. Ihr Traumglaube ist, glaube ich, das, was im Intro, was im das Intro-Video zum Spiel gewesen. Achso. Das kann durchaus möglich sein.